Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning und zwar heute mit dem Oracle Vorgängermodell, auch ein 7er BMW und zwar der von 2002 müsste das sein. Finde ich eines wirklich eines meiner Lieblingsautos hier, weil ich den so vom Aussehen schon richtig geil fand. Den gab es auch schon in GTA 4, aber jetzt können wir natürlich noch aufmotzen hier, das werden wir jetzt natürlich auch noch tun. Ich hoffe mal, können wir richtig was rausholen. Den Übermacht Oracle XS Coupé, aber das hat nichts zu bedeuten. Jetzle, Panzerung, beste Panzerung rein. Die besten Bremsen, claro. Den besten Motor. Die Hupe lassen wir außen vor. Der Scheinwerfer, Xenon, klarer Fall. Neon-Anordnung machen wir. Lassen einfach so, wie sie ist jetzt mal. Auch von der Farbe her. Nummernschild, blau auf weiß, klar. Lackierung. Jetzle kommt, und zwar Metalle. Wir machen die in purem Gold. Einfach mal pures Gold. Nicht gebürstet, sondern mal wieder pures Gold rein an die Karre. Sieht nicht bei der Karre richtig fett aus. Kann auf jeden Fall so stehen lassen. Federung, komplett tief legen. Getriebe, auch beste Getriebe rein. Turbo, auch den besten rein. Felgentyp, dann nehmen wir jetzt Sport, weil das Ding hat ja Leistung wie noch was. Und zwar nehmen wir diesmal diese Felgen hier. So, jetzt Felgenfarbe. Dann nehmen wir einfach mal so wie wir sind, werden wir jetzt gucken, ob wir hier Gold finden. So, und zwar dieses Gold hier. Sieht zwar nicht ganz so krass aus wie unsere Lackierung, aber hat richtig Style. Fenster komplett schwarz. Und jetzt gucken wir die Karre hier nochmal gemütlich an. Und ich finde, die ist schon ganz gut. Und jetzt fahren wir hier raus aus dem guten Laden. So, und das sieht schon richtig geil aus. Allein wie edel die Karre schon aussieht. So, Licht an und los geht's. So. Und natürlich richtig schön leiten. Wir konnten leider nichts am Auto und keinen Spoiler dran machen. Das hätte mich natürlich noch arg gefreut, wenn das noch gegangen wäre. Aber leider ist dem nicht so. Aber trotzdem eine richtig fette Karre. Eine richtig, richtig fette Karre ist das. Da können wir nicht meckern. So. Und jetzt wieder hier um die Kurve rum. So. Und driften, ja, zum Driften ist die Karre jetzt nicht unbedingt geeignet. Ah, könnte schlimmer sein. Und der wäre fast die Fresse vorne weggefahren. Ah, das ist jetzt nicht unser Problem, sondern unser Problem ist, dass wir jetzt sagen müssen, die Folge ist leider schon vorbei. Ich hoffe mal, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, auf jeden Fall ein Abo und ein Like da lassen. Und am besten mal die ganze Serie durchgucken, ob euch irgendwas gefällt. Und auch mal hier ein bisschen kommentieren, abonnieren. Würde mich riesig freuen. Also, haut da rein. Ciao, Leute.